So, Abi, erste Runde DFB-Pokal 2-0 für die Blauen. Dein Fazit? Ja, wie gesagt, Aalen war natürlich nicht die Überraschungsmannschaft, die man normalerweise hat im Pokal, weil Aalen war einfach zu schwach. Das war ein schönes Trainingsspiel für unsere Mannschaft und mehr eigentlich nicht. Schiedsrichterleistung dieses Mal? Ja, man hat gesehen, ich glaube, das erste Tor kann abseits gewesen sein, aber wie gesagt, das weiß man jetzt nicht. Also das kann man erst sehen, wenn es wieder so weit ist, dass Köln sich meldet. Aber diesmal, das hätte, glaube ich, doch ein bisschen anders sein können, wenn das vielleicht nicht gezählt hätte. Und wir haben kurz vorher auch, ich glaube, Sanchez hat einen Ball am Arm gekriegt und ja, vielleicht wäre da auch ein Elfmeter möglich gewesen, aber zum Glück haben wir 2-0 gewonnen und das reicht im Pokal eigentlich. Na klar. Ja, Torwart wurde gewechselt. Hoffmann dieses Mal im Tor beim Pokal. Ja, aber hat ja nichts drauf gekriegt. Also ein ganz normales Spiel, finde ich. Also so ein Trainingsspiel fast besser, als wenn man zum Spiel gegen so eine Mannschaft spielt. Okay, also was sind deine Erwartungen jetzt gegen Magdeburg? Ja, Magdeburg wird wahrscheinlich ein ganz anderes Pflaster sein. Vor allen Dingen muss man überlegen, wer man jetzt hinten spielen lässt. Also Waschinski und auch Sanchez haben jetzt nicht so schlecht gespielt, aber haben natürlich auch im Endeffekt nicht viel zu tun gehabt. Und man muss überlegen, ob man die beiden gegen Magdeburg spielen lassen würde. Ich würde es vielleicht mal machen, aber wie gesagt, das muss Gerrit selber entscheiden. Und Gerrit arbeitet jeden Tag mit denen, also muss auch mal schauen. Also bei das Spiel, da kann man sicherlich jetzt sich kein großes Urteil erlauben, weil es einfach zu schwach war. Okay, also Wasinski und Chances haben deiner Meinung nach heute gut gespielt. Wer war für dich der herausragende Spieler bei den Blauen heute? Also ich weiß nicht, also so richtig einen richtig guten habe ich heute nicht gesehen. Das war eine gute Mannschaftsleistung, mehr aber auch nicht. Also ich kann jetzt da keinen rausstechen, wo ich sagen würde, der hat super gespielt. Also nee. Also Mund abwischen, zumindest sind wir in der zweiten Runde. Wer ist dein Wunschgegner? Oh ja, Wunschgegner. Ja, auf jeden Fall, wo du wieder eine Runde weiterkommst. So weiter du kommst, umso schöner ist es im Pokal. Ja. Aber jetzt fängt es ja langsam an, wenn die ersten Amateurvereine raus sind, sage ich mal, fängt es ja langsam an, mit Mannschaften auch vielleicht aus der zweiten Liga noch eine zu kriegen oder aus der ersten Liga oder aus der dritten Liga. Also dann wird es schon ein bisschen interessanter. Was war dein Highlight früher im Pokal? Was war dein schönstes Spiel, an was du dich erinnern kannst? Oje, oje. Das weiß ich gar nicht mehr. Also das ist gar nicht so lange her. Und ich bin ja kein Pokalsieger geworden. Da müsste man den Klaus fragen. Okay. Die sind ja Pokalsieger geworden im Endspiel gegen Karlslautern, wo sie 5-1 geschlagen haben. Aber da war ich nicht dabei. Okay. Schade eigentlich. Ja. Okay, super. Also wünschen wir den Blauen allein weiterhin alles Gute im Pokal und freuen uns jetzt schon auf Magdeburg. Und wir hören uns und sehen uns dann auch spätestens wieder zum Legendentalk nach dem Magdeburg-Spiel. Jawohl, so ist es. Alles klar. Glück auf. Glück auf. Ciao.